Willkommen zurück, ihr Lieben, im Sommer-Update und zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht sich, es ist ziemlich hot hier, ihr wisst das, und deswegen habe ich mich mal etwas sommerlich gekleidet. Ganz nackt geht ja leider nicht. Geht schon, aber ist nicht erlaubt. Und deswegen, ja, ich wollte euch, oder ihr könnt mit mir gerne die ersten Schritte, ich sag mal so, nicht wirklich besprechen, weil ich es jetzt nicht live bringe. Sonst die anderen Updates habe ich immer ganz gerne live gestreamt, geht aber leider heute erstmal nicht, zumindest nicht tagsüber. Heute Abend sieht das, glaube ich, etwas anders aus, aber ja, wir wollen mal reingucken. Die Patch Notes sind auf jeden Fall jetzt auch absolut vollständig. Ja, ich habe überall geliked. So, und die lesen sich natürlich ganz schön lang, aber wir werden jetzt einfach irgendwas praktisch machen, so wie ich es mir vorstelle, muss ich mal so sagen. Es gibt auch, glaube ich, schon einen ganz kleinen Bug, also die letzten Sachen hier übrigens, die Fehlerbehebung und auch die Änderungen im Spiel hier, die sind gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und das ist auf jeden Fall... Der Liga-Shop ist jetzt auch von der Bauarbeiterbasis aus zugänglich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und es gab aber noch so 3-4 Sachen, die waren wirklich nicht schlecht. Es gibt hier nochmal so ein paar kleinere Änderungen an den Supertruppen. Die Tunnelgräber, ich sage immer, die müssen genervt werden. Nein, sie bekommen nochmal mehr Trefferpunkte. Okay, von mir aus gerne. Ich spiele ja sehr, sehr gerne Hybrid. Und... deswegen die Zufälligkeit bei der beim Bergfliegende Festung wurde entfernt. Das ist sehr, sehr wichtig. Adlerartillerie wird weniger wahrscheinlich Heiler angreifen. Okay, also wenn noch andere Truppen im Feld sind, dann wird die jetzt nicht als erstnächstes auf die Heiler gehen, sondern womöglich erst auf andere Truppen, die dann noch leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der große Wächter Barbaren und Bogenschützen folgt, wurde verringert. Auch das ist sicherlich sehr, sehr nutzbar, denn wenn du irgendwo einen Barbar setzt und der Warden wechselt plötzlich auf den Barbaren, dann ist das immer sehr, sehr ärgerlich. Nachladezeiten wurden etwas erhöht, also die Türme jetzt nicht mehr 50 Sekunden, sondern müssten dann, glaube ich, 70 Sekunden sein. Und der Schaden wurde etwas reduziert, der Schadensbuff wurde etwas reduziert, also die machen jetzt nicht mehr ganz so viel DPS, die umliegenden Gebäude, und die Nachladezeit für Gift und unsichtbar wird um 10 Sekunden auch da erhöht. Ach, da Wut 20 Sekunden, da 10 Sekunden, also müssen das sein 70 und 60 Sekunden. Aber ich denke mal, können wir heute Abend gerne rüber quatschen. Und hier sieht man es jetzt auch noch mal tabellarisch. Das ist das, was ich heute Morgen im Blog angesagt oder über den Blog angesagt habe. Das könnt ihr da natürlich auch noch mal nachlesen. Okay, ich fange mal an. Ich habe gesagt, die Schleichis sind auf jeden Fall meine ausgewählte Truppe die nächste Zeit. Und deswegen machen wir die auch als erstes. Ich muss mal gerade gucken, was ich überhaupt an magischen Items habe. So viel habe ich gar nicht, aber ich habe ein Buch des Kampfes auf jeden Fall. Ich habe sogar 2 Bücher des Kampfes, sehr schön. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall den Schleichkobold hier leveln. 13 Tage, so lange will ich auf die erste Max-Truppe nicht warten. Wir haben ihn maxed und damit haben wir auch die Schleichis jetzt maxed. Das heißt den Schleichkobold, und mit dem will ich ja in jedem Fall die nächsten Wochen, hätte ich fast gesagt, mal so ein bisschen farmen. Jetzt kann ich auch mal hier wieder so ein bisschen noch nicht ganz leeren. Okay, jetzt haben wir schon ein Buch weg. Da unten steht immer noch Forschen. Jetzt können wir auch mal gucken, was denn eigentlich geforscht werden wird. Heiler, Drachen, oh Heiler auch, okay. Yetis, der ein oder andere Zauber, die dunklen Truppen gehen hoch. Auch der Hogrider geht auf zweistellig. Der Hogrider geht auf zweistellig. Oh, der hat auch richtig schon Trefferpunkte, okay. Und die beiden Belagerungsmaschinen werden als erstes oder können als erstes gelevelt werden auf Level 5. Wir sehen hier, dass es hier auch, dass da auch Forschen jetzt steht. Ich habe es heute mal eingedeutscht. Und ihr seht auch bei den schwarzen Zahlen, Lassie und Jack können wir dort leveln. Und wir haben ja 2 neue Tränke. Das heißt also, wenn wir leveln, wird wahrscheinlich dann hier irgendwo eingeblendet. Gibt es ja jetzt die neuen oder überhaupt neue Tränke. Ich muss mal schauen, ob es die im Shop eigentlich gibt. Das finde ich sehr, sehr gut, dass man jetzt direkt hier rauf tappen kann. Und man kommt direkt auf das Angebot für die Bauarbeiterbasis. 10x Bauarbeiter Sternglas und nochmal 10 Uhrenturmtränke, 3,49. Okay, kann sich gönnen, wer will. Ich nicht. Aber ich gönne mir trotzdem 2 Packages, würde ich sagen. Die kaufe ich jetzt auch erstmal, das schnibbel ich euch kurz raus, aber ich würde die beiden trotzdem gerne kaufen, nämlich das Angebot für 1,19 und das Angebot für 5,99. Das Angebot für 23,99
Da muss man ein bisschen für sammeln. Jo, Toto macht den Trimax hier. Also beide Angebote erstmal eingeholt. Und was levelt man oder was levelt ihr immer als erstes, wenn es darum geht, die Helden zu leveln? Ich denke mal, die Queen wird auf jeden Fall als erstes auf den neuen Level gehen. Aber ich würde ganz gerne auch mit CK bereit sein. Das heißt also, alle Helden hier im CK haben. Und wir sind in einem laufenden CK, also der fängt dann heute Abend an. Aber ich würde trotzdem die Queen, glaube ich, damit wir auch mal ein bisschen Dunkles jetzt ausgeben, ein Level weiter ballern, 281.000. Okay, machen wir. Machen wir einmal auf 85, nee, auf 86 jetzt. Und jetzt haben wir immer noch ein bisschen was hier im Pott. Die können wir jetzt auch mal reinsammeln hier und haben jetzt auch gar nicht mehr das das Elex so dicke über hier, sehe ich jetzt gerade, aber hier ist ja noch ein bisschen was drin. Ja, hier ist noch ein bisschen was drin. Okay, 17 und dann haben wir jetzt einen Helden verbraucht. Ich habe aber noch, müsste ja jetzt noch eins haben und ich habe auch noch eins und ich habe auch noch eins im Pass, glaube ich. Da bekommen wir irgendwann auch noch eins. Okay, 100, 200 ist auf jeden Fall günstiger als etwas zu kaufen, beziehungsweise also jetzt, das Buch des Bounce, das brauche ich ganz, ganz dringend. Aber ich kriege jetzt die Punkte gar nicht zusammen heute, weil es gibt jetzt nur für mich, 200, 400 Punkte, 200, 400, 460 Punkte. Könnte passen. Okay, müssen wir uns ranhalten. Müssen wir ein bisschen ranhalten, alles klar. Aber ich würde sagen, Supertruppe Nummer 1 oder Supertruppe Nummer 2. Mal sehen. Ich glaube, wir haben gar nicht genug Elex dafür. Ich glaube, wir haben gar nicht genug Elex. Ach doch, 10 Mille, das geht ja. Schaltet frei den Wächterlehrling auf der Seite hier. Und die andere Kaserne levelt die nicht. Die andere, oder geht die dann auf 11? Nee, die andere Kaserne. Wo ist denn die andere Kaserne? Da. Ah, die levelt nicht. Okay, ach, die Hox habe ich ja. Die Hox habe ich ja. Ich wollte gerade sagen, ich brauche die Hoxer gar nicht ausbilden. Okay, ich brauche die Hoxer gar nicht ausbilden. Das heißt, die können wir dann heute Abend vielleicht mal im ersten Hybrid anstarten. Das heißt also den, dafür habe ich einen Hammer. Ich glaube, dafür nehmen wir den auch, ne? Mal sehen, wie sich Hybrid entwickelt. Okay, wir nehmen den Hammer. Einmal dafür und ich kann, glaube ich, auch gleich einen Zauber machen. Denn ich habe ein Zauberbuch, okay, und ich habe auch noch einen Zauberhammer. Habe ich noch einen Zauber? Nein, Zauberhammer habe ich mir gar nicht gegönnt, ne? Ein Zauberhammer habe ich mir gar nicht gegönnt. Doch, ich habe auch noch einen Zauberhammer. Okay, mal gucken. Okay, dann nehme ich hier nicht das Baubuch, sondern ich nehme hier den Gebäudehammer. Dann haben wir auch die neue Truppe frei. Sehr schön. Dann haben wir die neue Truppe frei. Jetzt muss ich nochmal hier reingucken. Wir haben noch ein Truppenbuch. Ich würde sagen, den nehmen wir auch schon mal auf 2. Neue Truppen sind immer gut. Frisches, neues Zeug. Okay, oh, der kostet Dunkles. Okay, der kostet Dunkles. Der kostet Dunkles, aber ich will ihn haben. Okay, der kostet Dunkles, aber ich will ihn haben. Alles klar. Dann, ja, jetzt haben wir immer noch keinen Bauarbeiter auf die Reise geschickt. Ich würde sagen, den ersten Bauarbeiter schicken wir auf die Reise für die Adlerartillerie in jedem Fall. Und holen hier jetzt nochmal das raus, was wir hier drin haben. So ein bisschen gesammelt. Wir haben immer noch 130.000 Dunkles. Die können wir aber jetzt nicht wirklich einsetzen. Würde dann heute, ja, ich denke mal, wir nehmen die Supermauerbrecher. Ah ne, wir wollten ja die Schleichis nehmen. Und die Superschweinereiter. Das Coole ist, wenn man jetzt eine Truppe hat laufen lassen oder läuft und man entscheidet sich nach 2 Tagen, ich möchte die nicht mehr haben, dann kann man abbrechen. Das finde ich sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Allerdings wird euch nicht zurückerstattet. Das heißt also, das geht dann ganz schön ins Dunkle. Muss man fairerweise mit hinzufügen. Das geht richtig ins Dunkle. Und jetzt gucken wir mal, was wir eigentlich noch mit Elex machen können. Ah, wir können den großen Wächter auch leveln, okay. Sonst können wir nur Mauern machen im Moment mit dem Elex. Dann, wir haben ja noch ein Heldenbuch. Dann nehmen wir den auch schon mal einen hoch. Was wir haben, haben wir, Leute. Und ist natürlich jetzt ein bisschen durcheinander, so Kuddelmuddel. Aber wie gesagt, was wir haben, haben wir. Und Riesenbombe suchende Luftmine und Mauern. Streukatapulte 17 Mille. Okay. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall was zu tun, Leute. Wir haben was zu tun. Wir verstärken jetzt keine Truppe, würde ich sagen.
sondern wir gehen einfach, obwohl ich könnte noch forschen, ne? Ah ne, forschen kann ich auch nichts mehr. Forschen kann ich auch nichts mehr. 252. Wir können nichts Dunkles forschen. Den haben wir maxed. Können keinen Zauber forschen, obwohl ich ja noch ein Hämmerchen habe. Aber welchen Zauber macht man jetzt? Was klont der mehr? 38 plus 4 sind 42. Okay. 42, das heißt, er würde 2 von den 9. Ne, 42, 3 sogar von den 9. Von der neuen Truppe klonen. Auch nicht schlecht. Was haltet ihr davon, Leute? Das schreibt mir mal bitte in die Kommentare von der neuen Truppe, die. Ah ne, 20 Wohnraum. Also 2 Stück können wir davon mitnehmen. Ja, ich bilde die gleich auch mal ein bisschen aus. Ich würde sagen, wir schmeißen die Armee eben mal weg. Ich droppe mal eben 1, 2, 3 Mal. Weil ich wollte jetzt nicht, wie gesagt, plötzlich irgendwo in Legende kommen. Mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen tiefer kommen. Ja, hier steht immer noch Kampf finden. Ne? Da steht immer noch Kampf hin, Leute. Ich traue mich da nicht drauf zu drücken. Aber ich denke mal, mit so wenig Sachen komme ich jetzt nicht nochmal in Legende. Da muss ich wirklich 5000 für haben. Ne? Oder machen wir das doch jetzt einmal so? Oh, jetzt kriegen wir Lupe. Okay. Machen wir doch einmal so. Und raus. Ist das jetzt weg hier? Ne, ist immer noch nicht weg. Okay. Es gibt aber den vierfachen Sternbonus. Okay, den hole ich mir in jedem Fall ab. Denn wir machen ja auf jeden Fall was mit den Schleichis. Und ja, die dauert jetzt ein bisschen, die Gegnersuche. Ah, ne, es geht. Okay, wir nehmen gleich den ersten mit. Dann haben wir es hinter uns, oder? Ah, ne, doch nicht. Ich muss dringend hier, was muss ich eigentlich einsetzen? Heilzauber, ne? Warte, Leute, wir machen das eben. Ein Heilzauber. Passt zwar überhaupt nicht jetzt in meine Army. Aber egal, nehmen wir mal so mit rein und einen davon weg. Ich weiß, der passt überhaupt nicht in meine Armee jetzt, macht aber nichts. Dann schaffe ich das Event mit den Heilzaubern vielleicht. Wir brauchen ja letztendlich nur einen Stern, um zu gewinnen, damit wir die 20 Punkte noch auf jeden Fall heute mitnehmen. Und den können wir schon fast mitnehmen hier. Dann machen wir das auch. Was habe ich hier drin? Hallo, zeig mir das an. Ah, das, okay. Ja. Der sieht ganz gut aus hier. Hat den einfachen Charme. Dass ich von hier aus mal reingehen kann. Okay. Also wie gesagt, ich hatte das ja heute schon gesagt, dass ich in jedem Fall nicht glaube, dass wir auf irgendwelche Max-Truppen jetzt treffen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir auf irgendwelche. Ach du Scheiße. Drachen, okay, habe ich gar nicht gesehen jetzt, dass da 2 Drachen rauskamen. Dass ich jetzt auf irgendwelche Max-Dörfer jetzt schon treffe, ich denke mal, das wird in jedem Fall nicht so sein. Und ich lasse jetzt aber erstmal so ein bisschen den Flamefinger noch arbeiten. Dass der den Adler vielleicht wegmacht jetzt als nächstes, wäre ganz schick. Nicht, dass da der Bogenschützenturm noch jetzt auf mein Dings geht. Ah, ne. Okay, dann geh du da drauf. Ist egal. Naja, ist schon mal ein bisschen angehetet. Sieht jetzt aus wie ein kleines Chaos, der Angriff. Okay. Macht aber nichts. Wir heilen hier mal eben durch. Und springen hier mal rüber. Dass wir vielleicht noch irgendwie etwas bekommen. Den nehmen wir mal in Fries. Einmal gezündet. Und den einmal genommen. Okay, da springt jetzt natürlich nichts. Mal sehen, wo ist mein King? Die sind da in der Mitte in dem Kreis. Okay. Nehmen wir aber auch noch mal jetzt in Wut, dass die da ein bisschen fixer durch die Mauer kommen. Ja, den müssen wir jetzt schon eben mal abfriesen hier. Kommt, Leute, läuft hier rein. Lauft hier ruhig rein. Ihr macht auf jeden Fall genau das Richtige. Okay, der Wutturm lädt jetzt nicht mehr ganz so schnell auf. Haben wir eben gelesen in den Patch Notes. Und meine Queen, ein bisschen Loot machen wir ja auch. Aber wir greifen ja nachher auf jeden Fall mit den Schleichis an. Ich werde auch mal die neue Truppe, denke ich mal, kurz mal bauen. Wir bauen da mal 2 Stück von und nehmen die mal nachher mit. Das ist nicht so schlimm. Nehmen so ein bisschen Heil mit. Wir kriegen auf jeden Fall unsere wir wollen sie auch mal sehen.
Drei Stück würde ich sagen, nehmen wir mal mit. Und ein paar Schleichkobolde, die haben wir jetzt noch nicht in Ausbildung. Okay, dann verstärken wir die mal, Schleichkobold. Und dann nehmen wir die Kobis mit. Also Toto wieder am Start hier mit dem Kobolden. Perfekt. Ja, da gehen ja reichlich rein, ne? Da gehen ja noch reichlich rein. Wir nehmen ein, zwei Sprung mit, würde ich sagen. Und das hier, ein bisschen Gift, kann nie schaden. Und ein Heil, weil wir müssen achtmal mit dem Heilzauber angegriffen haben. Ja, schaffe ich in jedem Fall. Aber ich muss auch leichte Rathäuser mal haben, dass ich in den ersten 60 Sekunden hier auf die Sterne komme. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und ich lasse mir mal die neue Truppe spenden. Mal sehen, ob ich die schon bekomme von meinen Mates. Eins, zwei gehen hier rein. Und was nehmen wir da noch sinnigerweise mit zu? Ich würde fast sagen, eine Walküre und keine dicken Finger. So, so. Eine Walküre, zwei von den Ernies. Und, tja, gute Frage, ne? Nehmen wir Maurer her mit. Nehmen wir Maurer her mit. Kann nicht schaden. Okay, das heißt, ich bin auf jeden Fall im Update angekommen. Das, was glaube ich noch nicht geht zu diesem Zeitpunkt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass noch eine Wartung kommt. Man kommt ja jetzt, ah ne, jetzt kriege ich den Liga-Shop. Eben habe ich den Liga-Shop noch nicht bekommen, Leute. Da war hier noch alles leer. Aber jetzt ist hier auf jeden Fall was zu bekommen im Liga-Shop. Und ihr seht, ihr könnt hier hinten jetzt mit den Liga-Medaillen die Szenerien kaufen. Beziehungsweise nicht die Szenerie, sondern eine Kriegsszenerie. Auch das finde ich richtig, richtig nice, dass es jetzt eine richtige Vorschau gibt und nicht nur eine Vorschau für die Superlupe, sondern, jo, das sieht nett aus. Okay, wo gibt es Liga-Medaillen zu kaufen? Schade, dass man Liga-Medaillen nicht kaufen kann. Da sieht geil aus. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber echt Hammer. Mag ich. Ich mag auch die Farben total gerne und wie das dann nachher klanglich noch hinterlegt ist. Also, das ist mal richtig gut und es gibt Liga König, Liga Warden, Liga Königin und Liga Gladiatoren. Yes. Okay. Die sind einzigartig. Kein Thema. Die sind absolut einzigartig. Überhaupt kein Thema. Und da mache ich mal eben Schnipsel von. Die sind echt einzigartig. Das sieht richtig gut aus. Und die Vorschauen gefallen mir richtig, richtig gut. Hier Vollbild auf dem Tablet. Golden King, das ist der Goldene King, Alter. Okay, oh, entschuldigt. Ich sammle jetzt nur noch für Helden. Ich sammle nur noch für Liga-Helden. Ich gebe jetzt die Liga-Medaille nicht mehr aus, um Helden zu leveln, obwohl ich das heute Morgen noch gesagt habe. Niemand wird sich das Zeug kaufen hier, wenn er nicht noch die Liga-Medaillen für was anderes einsetzen kann. Hammer, echt Hammer. Und die Gladiatoren hier. Oh, kleiner Barbar. Okay, die hat sich den Helm mal von den Barbaren ausgeliehen. Aber sieht auch schick aus. Alle vier Skins gefallen mir super, super gut, muss ich sagen. Und auch das Handling hier in dem Fullscreen gefällt mir richtig, richtig nice. Ist das jetzt bei den anderen eigentlich auch so gekommen hier, wenn man jetzt sagt, Chain. Oh, das ist hier auch so. Leute, ich habe mich gerade neu verliebt. Ich habe mich gerade neu verliebt ins Spiel. Heftig. Und man kann sie auch drehen. Ah, nee, ah doch, man kann sie drehen. Ich wollte es gerade sagen. Wow. Ach, ich habe mich gerade neu verliebt ins Spiel. Okay. Das ist richtig. Das ist nice, Leute. Super. Ich bin ganz weg jetzt gerade. Wow. Ich hätte fast gesagt, dafür hat sich das Update schon gelohnt. Dafür hat sich das Update schon gelohnt. Richtig, richtig krass. Okay. Im Nachtdorf hat sich allerdings, glaube ich, nichts getan. Außer dass man jetzt auch hier den hier, der ist bei mir aber auch erst in 14 Stunden fertig, dass wir den abbrechen können, wenn der läuft. Das heißt, ihr habt angegriffen, der Turm läuft aus und bis zum nächsten Turm habt ihr noch 10 Stunden. Dann könnt ihr genau das mit einem Sternglas überspringen. Gibt es hier eigentlich schon die Slots hier? Ja, die Slots gibt es schon hier. Das sind die Sterngläser. Und dann müsste es ja noch den anderen geben. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ah, den sehe ich hier nicht. Okay. Ah, doch, hier. Hab ich ja jetzt schon gekauft. Zwei Begleitertränke zum Leveln der Begleiter. Okay. Ja, endlich auch dafür absolut super. Ich freue mich. Muss ich sagen, hätte ich gar nicht gedacht, dass das Sommer-Update doch so gut wird. Was baut denn eigentlich gerade bei mir? Okay, lächerliche 8 Tage noch das hier.
Und wo ist denn mein zweiter Bauarbeiter eigentlich beschäftigt? Wo ist der denn beschäftigt hier? Am Uhrenturm, ach ja, habe ich ja gerade gesagt, okay. Am Uhrenturm, aber auch nur noch 14 Stunden. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch nicht, irgendeinen Trank zu nehmen, weil die Uhr läuft jetzt im Moment sowieso nicht. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Kleinstadt hat sich auch ein bisschen was getan. Ich bin mal gespannt, ob jetzt die verbleibenden Angriffe da auch wieder sind. Wir haben ganz gut gekämpft hier. Ich habe zumindest wieder mit zwei Charakteren alles gekauft. Ich gucke mal gerade, ob sich hier beim Shop was getan hat. Aber da sehe ich, jetzt kann ich natürlich auch wieder hier zugreifen ohne Ende. Okay, mal sehen, wie wir das machen werden. Die habe ich mir natürlich einmal geholt. Ich habe jetzt auch so ein paar Tränke online, online. Kann noch ein Heldenbuch holen und ein Buch des Kampfes wollte ich aber eigentlich nicht. Ich wollte es ganz gerne außen Pass haben. Jetzt habe ich erst einen Bauarbeiter losgeschickt. Das ist echt nicht viel, ne? Das ist echt nicht viel. Jetzt haben wir natürlich auch noch von den anderen Sachen so viel über, ne? Sieben Riesenbomben. Ey, wollt ihr mich verarschen oder was? Mann. Sieben Riesenbomben, okay. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Meine Herren. Okay, ich habe auch noch jeweils zweimal Rune. Also auch da geht noch ein bisschen was. Und auch bei den anderen Runen habe ich noch so ein bisschen was über. Haben noch eine dunkle Rune. Muss jetzt aber mal eben so ein bisschen in mich kommen oder in mich kehren. Und freue mich auf jeden Fall. Ihr habt es gesehen. Ich bin ziemlich gehypt, was vor allen Dingen die ganzen Vorschauen und so angeht. Aber vielleicht sehe ich, habe ich das ein oder andere jetzt noch nicht übersehen oder gesehen oder so schnell gesehen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir es lieber heute Abend im Livestream. Und ja, bis dahin würde ich sagen, danke, dass ihr mir reingeholfen habt in das Sommer-Update. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao, bis später. Euer Toto. Clasht.